Hey, wusstest du schon, dass IKEA auch Lösungen und Services speziell für Unternehmen bietet? Wenn du möchtest, helfen wir dir gerne bei der Auswahl der passenden Produkte für dein Unternehmen, unterstützen dich bei deiner eigenen Planung oder planen mit unserem Interior Design Service deine komplette Einrichtung. Wir machen deinen IKEA-Einkauf so bequem wie möglich. Gemeinsam geben wir deinen Ideen den richtigen Raum. Willkommen bei IKEA für Unternehmen. Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hey, so schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute gerne direkt mit dir eintauchen, mal wieder nach langer Zeit in die Welt des Human Designs. Heute hast du nur mich, mich und meine Erfahrungen aus dem Coaching mit den jeweiligen Profilen, um die es heute geht, mich und die Learnings, die ich hatte von meinen Coaches, von den Menschen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe und auch gerade zusammenarbeite. Genau, dazu darfst du wissen, sage ich gerne einfach zusätzlich, dass ich bisher keine Human Design Ausbildung habe, dass ich mich mit Büchern begnügt habe bisher und mit Artikeln und eben mit der Realität und den Profilen im Coaching selbst. Und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Genau. Also, meine Liebe, mein Lieber, wir haben ja schon über die Typen gesprochen, zusammen mit der Katha in den Folgen zum Human Design. Und heute möchte ich gerne mit dir über dein Profil sprechen. Du musst dazu wissen, dass diese beiden Zahlen in deinem Profil jeweils eine unbewusste und eine bewusste Zahl sind. Die vordere Zahl, also bei mir ist es zum Beispiel die 1 von der 1-3, die ich im Profil bin in meinem Human Design Chart. Die vordere Zahl, das ist dir bewusst. Also das lebst du auch bewusst, das erkennst du auch an dir. Das ist Wissen oder das sind... das sind Bedürfnisse oder Vorgehensweise oder auch Werte, die du wirklich aktiv und bewusst lebst. Und die hintere Zahl, die unbewusste, das ist das, was rauskommt, wenn andere Menschen dich betrachten, wenn andere Menschen dich beschreiben. Das sind Dinge, die du nicht bewusst lebst, aber die eben immer wieder vorkommen bei dir. Ich werde versuchen, dir immer auch konkrete Beispiele zu geben, so ich welche habe, zu den verschiedenen Profilen. Genau, und dann lass uns doch einfach loslegen. Also wenn ich heute über Profile rede, dann kannst du dir das vorstellen, wie als wenn dein Leben ein Theaterstück wäre. Und das Profil ist der Charakter, den du in diesem Theaterstück hast. Und ich werde jetzt gleich mit dir die 6 Linien durchgehen und das kannst du dir vorstellen, tatsächlich wie so ein Haus. Wir fangen mit den 1ern an und das ist dann unten am Fundament und je weiter wir hochklettern, desto weiter zum Dach kommen wir. In den Linien 1 bis 3 geht es vor allem um dich selbst, um die Introspektion, um dich persönlich, deine Erfahrungen. Du erfährst das Leben durch dich und durch die Reflexion der Dinge, die dir passieren, durch die Ereignisse, durch die Krisen, durch die Erfahrungen, die du machst. Dadurch erfährst du das Leben. In den Linien 4 bis 6 hingegen geht es um die Beziehung zu anderen Menschen. Also du lernst und du erfährst das Leben durch Beziehung zu den anderen Menschen. Das ist, glaube ich, etwas, das du auf jeden Fall wissen darfst. Gerade wenn du wie ich eine 1-3er-Linie bist, dann kann das vielleicht erklären, warum man dir öfter schon vorgeworfen hat, dass es immer nur um dich geht. Ja, ich kenne das sehr gut, dass ich die Wirkung nach außen habe und ja in meinem Innern genau eben durch mein Profil auch genau das lebe, dass es mir tatsächlich primär um mich geht. Und das natürlich kommt da erstmal eine Menge Scham um die Ecke. Oh Gott, das ist, mit mir ist was grundlegend falsch. Das ist ja auch völlig normal, ne? Und das darf auch da sein. Und gleichzeitig verstehe ich dann, warum mir das vorgeworfen wird. Ne? Oder warum Menschen
ja, diesen Eindruck von mir bekommen könnten, während natürlich jetzt auch man alles anführen könnte, wo es eben in meinem Leben und in meinem Wirken überhaupt gar nicht um mich geht. Aber siehst du, da komme ich direkt wieder in die Rechtfertigung. Ach schön. Ach schön, genau. Und wichtig an deinem Profil zu wissen ist auch, dass du den bewussten Teil erst dann leben kannst, wenn du den Unbewussten gemeistert hast. Und das ist ein Satz, den darfst du ein bisschen wirken lassen, weil der erklärt vielleicht in deinem Leben eine gewisse Abfolge von Ereignissen, die genau so und nicht anders hätte stattfinden können, damit du eben jetzt deine Kraft und deine Stärke ziehen kannst aus deinem bewussten Teil. Ich musste also zum Beispiel die 3 erst ausleben, um die 1 leben zu können. Das bedeutet in meinem Fall, komme ich gleich bei den einzelnen Typen nochmal drauf, einzelnen Typen, bei den einzelnen Linien nochmal drauf. Ich musste mich erst als Forscher in der Welt wiederfinden und super viele unfassbar auch schmerzhafte Erfahrungen machen, um wirklich die 1, den Forscher, der alles wirklich im Detail verstehen möchte, um die 1 wirklich auch leben zu können, ohne Angst zu haben, vor diesem Abenteuer, ohne Angst zu haben vor der Kontrolllosigkeit, um mein Sicherheitsbedürfnis nicht mehr reinkicken zu lassen und so weiter. Und das kannst du einfach immer mal im Hinterkopf halten, wenn wir jetzt durch die bewussten und die unbewussten Linien durchgehen. Genau. Ich glaube, wir starten einfach direkt mit der 1. Die 1 ist das Fundament von dem Haus. Das heißt, da geht es darum zu forschen, tief zu gehen, Sicherheit auch zu bekommen durch das Erforschen. Die 1 möchte genau wissen, wie der Plan aussieht. Sie möchte auch Pläne aufstellen. Sie möchte alles verstehen. Wir sind, weil ich eben auch eine bewusste Eins bin, wir sind diejenigen, die ja, die sich mit einem Buch, mit einem super spannenden Buch einfach ja in der Höhle verkriechen können, 3 Tage lang und einfach nur sich auf dieses Buch konzentrieren können. Wir wollen alle Informationen haben, um wirklich auch fundierte Entscheidungen treffen zu können. Bauchentscheidungen, Intuitionsentscheidungen sind für uns immer eine Herausforderung und vielleicht haben wir auch gelernt, ganz schnell einfach Entscheidungen zu treffen, weil wir schon ahnen, dass wir gar nicht alles rausfinden können über einen gewissen Sachverhalt oder dass wir ja also die Zeit gar nicht haben, um uns da wirklich reinzuknien und deswegen übereilt auch Entscheidungen treffen. Das wäre eben quasi ja, kein guter Umgang mit der Eins, ne? Sondern wirklich dir selbst zu vertrauen, tiefer zu gehen, dir die Zeit zu nehmen, ja, wirklich fundiert Entscheidungen treffen zu können und auch vor allem anderen gegenüber dafür einzustehen, dass du einfach Zeit brauchst und alle Seiten beleuchten möchtest und verstehen möchtest, bevor du Entscheidung triffst. Vielleicht sammelst du Zertifikate, vielleicht ist es dir wichtig, eben auch hier das noch zu lernen. Vielleicht denkst du manchmal, du müsstest das und das und das noch lernen, bevor du in die Welt rausgehen kannst mit etwas und findest dann eben deinen Startpunkt nicht. Und da ist wirklich wichtig, schmeiß nicht hin. Erkenn dich in diesem Muster, erkenn dich in diesem Programm, nimm dich an damit und sieh, dass es genau richtig ist, so zu sein, wie du bist. Dann kommt die 2 und die Zweierlinie braucht ganz, 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 ganz viel Zeit für sich selbst. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Linien 1 bis 3, da geht es um die Introspektion, also ich erfahre das Leben durch mich. Und alles, was du integrierst in dein Leben, das verarbeitest du in deinem Alleinsein. Das heißt, du musst dir regelmäßig Zeit nehmen für dich alleine ohne andere Menschen. Und du wirst oft auf Unverstehen aus dem Außen treffen. Vielleicht ist es so, dass wenn du dich in deine Höhle zurückgezogen hast und du ja dabei bist quasi oder genau dich dabei bist zurückzuziehen, dass die Menschen dann anfangen an dir zu zuppeln und zu gucken, okay, nein, jetzt verschwindet sie wieder, jetzt verschwindet er wieder. Aber du wirst wissen, wann es Zeit ist, in deine Höhle zu gehen und du wirst auch wissen, wann es Zeit ist, wieder rauszugehen. Dann folgst du dem Ruf einfach von den anderen im Außen. Und ja, so kannst du dein Design eben leben und wichtig ist, dass du dir das auch erlaubst.
Schau von deiner Umgebung, wer dir da wirklich gut tut, wer Verständnis dafür hat, wo es sich leicht anfühlt, wo du dich nicht rechtfertigen, nicht erklären musst für deine Zwei. Und bei den Zweiern ist es tatsächlich auch so, wie bei den Fünfern. Das nennen wir, oder man nennt es im Human Design, man nennt es Projected Light. Das heißt, auf die Zweier wird viel projiziert. Das heißt, wenn du eine Zweierlinie bist, kommen die Menschen gerne von außen und projizieren ihre Themen auf dich, die gar nichts mit dir zu tun haben müssen und wo du aber oft auch, wenn du gerade viele undefinierte Zentren auch hast, gar nicht direkt merkst, okay, nee, das ist gar nicht meins, sondern dir gerne dann auch einreden lässt, das wäre deine Schuld, das Problem ist da, da musst du ran, das ist noch nicht okay an dir. Und da zu sehen, dass du quasi eine Projektionsfläche anbietest als zwei, damit die Menschen kommen und sich in dir erkennen dürfen. Wenn sie unbewusst sind, wissen sie das ja eben auch irgendwie gar nicht, ne? Das heißt, da echt zu gucken, okay, mit wem umgebe ich mich, wer lebt bewusst, wer möchte da bewusst hinschauen, wer ist auch offen für diese neue Art von Kommunikation, sodass es dir gut gehen kann mit dir und deinem Profil. Genau. Dann gehen wir im Haus weiter hoch zu der 3. Die 3 ist der Abenteurer, der Experimentierer. Manchmal wird es auch der Märtyrer genannt, was in meinem Fall tatsächlich auch wirklich, wirklich stimmt. Und der Abenteurer, nennen wir ihn mal so, passt sich an gar nichts an, kann mit Regeln aus dem Außen überhaupt nichts anfangen, möchte es selbst erfahren durch Versuch und Irrtum und probiert deswegen alles selbst aus. Aber durch dieses Ausprobieren selbst kommt dann eben die Weisheit. Und die kannst du dann mit der Welt oder mit deinem Stamm teilen. Das ist ja auch ein großes Bedürfnis, dass das, was du ausprobierst, das, was du lernst, an Wissen weitergegeben kann, weitergegeben werden kann durch dich, eben an die Außenwelt. Wichtig bei der 3 ist auch zu wissen, dass gerade wenn du Kinder hast, die eine 3 sind, das sind die Kinder, die, wie sagte Carla neulich im Interview, die mit einem Bein irgendwie vom Klettergerüst von ganz oben runterhängen und die du einfach nicht davon abhalten kannst, diese Erfahrung zu machen. Und das sind die Kinder, die mehr als einmal auf die Herdplatte fassen. Und das sind die Menschen, die im Erwachsenenalter immer wieder Blitzerbilder sammeln, so wie ich, die einfach sagen, Regel von außen sehe ich nicht ein. Also verstehe ich nicht, weil hier in der 70er-Zone kann man doch auch 100 fahren. Man kann alles überblicken irgendwie. Ich sehe das nicht ein, dass man das hier machen muss. Ich weiß es besser oder ich versuche, wie weit ich gehen kann. Bei mir als Eins, ne, ist das schon auch eine Kombi. Ich gucke mal, wie weit ich gehen kann. Ich möchte das rausfinden, das hier erforschen. Ja, und dadurch, ja, fällt die 3 bestimmt gerne auch oft auf die Klappe und tritt in Fettnäpfchen. Und wenn wir es schaffen, das nicht zu bewerten als schlecht oder als schwierig oder als anstrengend, sondern einfach sehen, Mann, für uns gilt dieser Satz aus Gesprächen mit Gott. Wir sind Seelen, die hier sind, um sich zu erfahren, besonders. Und wir erfahren uns einfach eben durch Versuch und Irrtum. Die 3 ist die Zahl, die ich mit Abstand am seltensten im eigenen Coaching habe. Bei mir, weil wir als Dreien wissen es sowieso besser als unser Coach. Wir wissen sowieso noch einen anderen Weg. Wir haben schon ganz konkrete Ideen, in welcher Reihenfolge wir vorgehen. Und ja, wir lassen uns da schon auch inspirieren. Aber ja. Deswegen habe, also vielleicht war es auch deswegen, dass ich echt erst spät gesagt habe, boah, ich suche mir jetzt einen Coach. Und es war einfach. Ja, eine richtig gute Idee. Genau, das zur 3. Die 4er. Und jetzt gehen wir von der Introspektion raus in die 3 Linien, die sich durch die Beziehung zu anderen Menschen erfahren. Die 4er sind die Netzwerker. Das sind die Menschen, die andere Menschen brauchen, die super sozial sind, die sich in Communities wiederfinden, denen es Spaß macht, ja, sich unter Menschen zu bewegen, tolle Dinge zu kreieren mit anderen Menschen, für andere Menschen, in Gruppen, in Workshops, in Events. Die 4 braucht diese Verbindung zum Außen und möchte eben den Mitmenschen auch dienen in dieser Verbindung. Und wird eben auch immer super gute Impulse durch diese Verbindungen und durch diese Netzwerke bekommen. Genau.
Die 4 ist übrigens die Zahl, auf die ich tatsächlich am meisten neidisch bin, wenn man das so sagen kann. Obwohl die 6 kommt da auch ganz, 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 ganz nah dran. Weil ihr einfach mit so einer Mühelosigkeit euch in Gesellschaft bewegt und in Beziehungen geht und Nähe aufbauen könnt. Ja, da hab ich ein großes Lernfeld. Genau. Und dann kommen wir zu 5. Und die 5er sind die Wagenleader. Auf Englisch sagt man sogar Visionary Leaders, also die wirklichen Führer, die die Lösung für alles haben. Es gibt eine Lösung für alles und da ist sie bei euch zu finden. Ihr empfangt diese Vision tatsächlich auch egal, welcher Typ ihr seid. Und Vision, damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine bahnbrechende neue Erfindung, sondern damit meine ich ja, Impulse, Ideen. Super, super Linie für Coaching, ne? Einfach weil du ja direkt eine Lösung kennst und die Menschen nie auf ihrem Problem sitzen bleiben werden, wenn sie dich an ihrer Seite haben. Was natürlich dann wieder ein Problem ist, wenn du Generator oder Projektor bist und eben reagieren sollst oder auf Einladung wartest, ne? Und dann eben immer wieder gegen Wände rennst, wenn du um die Ecke kommst und sagst, ich habe die Lösung für alles. Ja, ihr seid quasi dafür gekommen, diese Vision oder diese Ideen, die ihr habt, auf die Erde zu bringen und in die Welt zu bringen und den Menschen, mit denen ihr seid, zur Verfügung zu stellen. Was, finde ich, eine ganz tolle Lebensaufgabe ist und ganz viel Medizin auch ist. Und die 5 und die 6, zu der wir dann gleich nochmal kommen, zur 6, sind eben auch die beiden Linien, die mit einer ganz klaren Mission auf die Erde gekommen sind. Die Kerstin hat dazu so cool gesagt, also was der Lebenssinn und Lebensinhalt angeht, können sich die Linien 1 bis 4 vom Buffet bedienen und die Linien 5 und 6 bestellen eben von der Karte. Also es ist ein bisschen enger, bedeutet aber eben, dass ihr auch schon immer irgendwie wusstet, ich bin für was Größeres gekommen. Ich habe eine größere Aufgabe hier auf der Welt. Genau. Und die 5 haben wir vorhin bei der 2 schon angesprochen, dieses Projizieren von anderen. Du bist als 5 ein totaler karmischer Spiegel für dein Umfeld. Das heißt, deine Aura ist quasi das Projektionsfeld für die anderen. Das ist eine natürlich eine krasse karmische Aufgabe, die du annehmen kannst, wenn du das möchtest. Du musst das aber nicht. Okay. Du musst nicht den Märtyrer spielen und sagen, hier kommt, ich bin für euch da, ich verstehe alles und dir damit den ganzen Shit geben lassen. Ne? Du musst nicht der sein, der alles für alle machen soll oder machen muss. Nur weil du die Lösung hast oder nur weil die Menschen sich in dir richtig gut erkennen können. Und das ist im Business und vor allem auch im Coaching bei dir, wenn du Coach bist oder eben auch Menschen führst, so wichtig für dich, dass du klare Grenzen setzt, dass du dir selbst auch klar bist darüber, wo liegen meine Grenzen, bis wohin tut es mir gut, mein Design hier zu leben und wo eben ab wo nicht mehr. Dazu möchte ich dir total aus ganzem Herzen meine Folgen zu eigene Grenzen setzen, erkennen, wahren zu empfehlen. Aus der wilden Frau aus dem Januar ist das. Genau, da. Also ich glaube, wenn wir uns nicht aktiv mit unseren Grenzen auseinandersetzen, dann denken wir immer, wir hätten welche. Aber faktisch ist da nicht viel im Außen. Ja, genau. Und dann kommen wir zur Sechserlinie, nämlich dem Dach oben. Und die Sechserlinie finde ich ganz faszinierend, weil die ein dreigeteiltes Leben haben. Das heißt, also ein Leben, das in drei Lebensphasen geteilt ist. Und die erste Lebensphase geht so von 0 bis 28 oder so 30 Jahren. Und in dieser Zeit, in diesem ersten Lebensdrittel, ist die Sechserlinie quasi eine Dreierlinie. Das heißt, die sucht ganz viel, die abenteuert herum, die experimentiert herum, die probiert alles aus, versucht sich selbst und ihre Identität eben zu finden, indem sie hier mal macht, da mal macht, dort ankommt, hier ausprobiert, durch Versuch und Irrtum. Ja, du erinnerst dich an die drei. Und ab diesem Zeitpunkt, nach diesem ersten Drittel, hat sie dann quasi dieses Wissen gesammelt.
ist diesen Impulsen nachgekommen und diesem Wissen auch, das sie von Geburt an schon hat, dass ich für etwas Größeres hier bin und versuchen möchte, das herauszufinden. Und zwischen 30 und 50 kommt dann die sogenannte Healing-Phase. Das heißt, da passiert eine innere Reflexion. Du steigst quasi auf das Dach und überschaust dein Leben. Und die Dreierlinie wird da weise. Das heißt, sie verarbeitet die Puzzlestücke, sammeln sich zueinander. Ja, und in der Reflexion von diesem ersten Lebensabschnitt findet ihr ganz viel Weisheit und ganz viel Wissen und auch eine ganz schöne Klarheit darüber, wer ihr denn jetzt seid in eurer Identität. Und ab 50 Jahren steigt die Sechserlinie vom Dach herunter und die Magie beginnt. Du bist dann das ultimative Role Model, also ein absolutes Vorbild für dein Umfeld. Du lernst aus deinen Erfahrungen, du hast ganz viel weiterzugeben, ganz viele Speaker, ganz viele Autoren mit einer Sechserlinie kommen in der Zeit eben, kriegen ihre Aufmerksamkeit, bekommen traumhafte Angebote, müssen überhaupt nichts mehr dafür tun, dass ihre Stimme gehört wird, weil sie eben gebraucht werden in ihrer Weisheit. Genau. Ja, Mensch, das waren knackige 20 Minuten über die Linien im Human Design, dann mit deinem Profil. Lass mir super gerne deine Fragen da, deine Ideen da, entweder unter meinem Facebook-Posting zu dieser Folge auf der Seite Herzwärts und Heilwärts oder auf meinem Instagram-Account unter Herzwärts und Heilwärts findest du mich da. Genau, und du darfst dich schon mal freuen, denn nächste Woche wird es neue Folgen zu deinem Typen geben. Ich werde zusammen mit der Bianca neue Folgen aufnehmen und ja, seit den letzten Folgen ist so viel Zeit vergangen, ein halbes Jahr tatsächlich schon. Ist es schon her, Wahnsinn, oder? Und ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen, so viel Neues ist passiert, ja, so viele Dinge, die ich beobachten konnte im Coaching. Und mit der Expertise von der Bianca zusammen bereiten wir das Ganze nochmal ganz neu auf. Und ja, darauf darfst du dich schon freuen und die Augen aufhalten. Genau, meine Liebe, mein Lieber. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute für diesen Tag. Hab's gut, kümmere dich gut um dich, genieße die letzten kühlen Tage, denn wenn wir sie nicht genießen, sind sie trotzdem da. Und der Frühling wird kommen. Bis ganz bald, deine Svenja. Ich hab null Bock. Ich hab null Bock. Null Bock. Null Bock auf null Zinsen? Geldanlage kann auch Spaß machen. Jetzt beraten lassen von Ihrer Allianzagentur Markus Ressel in Dörenwölfel. Persönlich oder digital. Investieren birgt Risiken. Ich hab null Bock. Ich hab null Bock. Null Bock. Null Bock auf null Zinsen? Geldanlage kann auch Spaß machen. Jetzt beraten lassen von Ihrer Allianzagentur Markus Ressel in Dörenwölfel. Persönlich oder digital. Investieren birgt Risiken.